Es durften wieder einige neue Bücher bei mir einziehen. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte euch meine nächsten 5 neuen Bücher, die bei mir einziehen durften und ein liebevolles Zuhause gefunden haben, vorstellen. Und zwar würde ich sagen, handelt es sich um eine sehr bunte Mischung, was die Themen anbelangt. Und ja, ich würde sagen, wir legen los und ich stelle sie euch vor. Bei dem ersten Werk, welches bei mir einziehen durfte, handelt es sich meiner Meinung nach bereits um einen Klassiker und der ein oder andere wird ihn bereits bestimmt auch schon gelesen haben. Und zwar spreche ich von Wer die Nachtigall stört von Harper Lee aus dem Rowohlt Verlag. Und zwar befinden wir uns hier in Amerika der 30er Jahre und wir begleiten Scott und ihren älteren Bruder Cem, ja, auf ihrem, ich denke mal, in ihrem Alltag, besonders in dem Alltag von einem Vater, der Anwalt ist, und dem, ja, Mandanten Tom Robinson verteidigt, der, ja, ein Mädchen, ich glaube, es war ein Mädchen, ein weißes Mädchen, vergewaltigt haben soll. Hier sollen die Themen, ja, Vorurteile, Rassismus und alles, was dazugehört, ja, behandelt werden. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auf dieses Werk, weil ich zum einen noch nie was von Harper Lee, ja, gelesen habe und ja, mich diese Themen durchaus ja, interessieren, und ich bin schon definitiv sehr gespannt. Als ich auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für eine gute Freundin gewesen bin, bin ich zielstrebig, ja, in die Buchhandlung gesteuert, und so wie das bei mir immer ist, entdecke ich da nicht immer nur ein Geburtstagsgeschenk, sondern auch ein Werk, welches ich ein liebevolles Zuhause geben möchte. Und bei dieser ja, Suche ist bei mir eingezogen, und zwar bei Anbruch der Nacht von Kazuo Ishiguro aus dem Heine Verlag. Hier wird ja, das Thema behandelt, wie Musik Menschen zueinander führen kann, und zwar in 5 unterschiedlichen Erzählungen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie dies realisiert worden ist. Zum einen ist es mein erstes Werk von dem Autor. Und zum anderen bin ich ein Mensch, der, ja, vielleicht doch schneller Emotionen ausgelöst wird, zum Beispiel bei Filmen, als ohne Musik. Ja, deswegen hat mich das Buch so interessiert, und ich glaube, ich habe dazu auch auf einem Kanal, und ich bin mir gerade nicht mehr sehr sicher, auf welchen, dieses Buch eine Empfehlung bekommen, und deswegen, also daran konnte ich mich erinnern, und deswegen durfte es bei mir mit einziehen. Wenn ich mich erinnere, beziehungsweise nochmal entdecke, von welchem Kanal ich die Empfehlung bekommen habe, beziehungsweise die Empfehlung ausgesprochen hat, dann werde ich den Kanal nochmal hier irgendwo verlinken oder beziehungsweise in der Infobox. Da ich vor einiger Zeit in einem Video gesagt habe, dass ich sehr gerne mehr über Afghanistan lesen möchte, beziehungsweise, ja, in dieser Region bleiben möchte, und ja, da habe ich bei meinen Recherchen bzw. beim Durchstreifen in der Buchhandlung zu diesem Thema ein Buch entdeckt, was mich doch ja, vom Klappentext sehr angesprochen hat, und es würde genau thematisch wenigstens in die Region passen. Und zwar handelt es sich von Nachts ist es leise in Teheran von Shida Bazir aus dem Kiwi Verlag. Und zwar begegnen wir hier einer Familie bzw. 4 Generationen einer Familie, die ihren Ursprung in Teheran hat und ja, flüchten muss und ja, in Deutschland irgendwann landet. Und ja, bin schon sehr gespannt, wie das Thema umgesetzt worden ist, vor allen Dingen, weil es ja politisch doch durchaus ja, zu der derzeitigen Situation sehr gut passt. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen, und ja, deswegen bin ich nochmal doppelt gespannt, wie sie das Thema umgesetzt hat. Und ich weiß gar nicht, von wann das Buch ist. Ich schaue mal schnell, ob es schon etwas älter ist, aber vermutlich nicht. Und zwar ist es letztes Jahr erschienen, 2017,
Und ja, also so alt ist es auch noch nicht, aber ich bin schon sehr gespannt. Bei dem nächsten Buch habe ich mich ein Stück weit von meiner aktuellen Lektüre treiben lassen. Und zwar lese ich aktuell immer noch den Roman 4321 von Paul Auster. Und deswegen durfte dann auch bei mir einziehen, und zwar Mein New York von ihm. Hier verarbeitet er, glaube ich, so ein bisschen sein Interesse bzw. seine Faszination von der Stadt New York. Und ich bin ja ebenfalls ein begeisterter Anhänger der Stadt, wenn man das so sagen darf. Und deswegen durfte es auch bei mir einziehen, ohne große Worte, ohne großes Nachdenken. Und ich hoffe, es kann mich genauso begeistern wie aktuell noch der Roman 4321. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und ich bin, wenn mir dieses Werk dann ebenfalls noch so gut gefällt und der 4321 Roman, dann denke ich nämlich, dass auch noch weitere Bücher von Paul Auster bei mir einziehen. Bei dem nächsten und letzten Werk handelt es sich um ein Thema, was ich doch durchaus sehr oft behandle, beziehungsweise ja in seinen Facetten und in seinen Auswirkungen doch sehr häufig. Und dieses Werk schon mir vor einigen Jahren schon mal näher angeschaut hat und jetzt die liebe Anna vom Literaturlärm nochmal gezeigt hat und mir wieder in Erinnerung gerufen hat und ich es gesehen habe, musste es diesmal gleich sofort mit. Und zwar handelt es sich um Der Überläufer von Siegfried Lenz aus dem DTV Verlag. Und zwar handelt es sich hier um einen Antikriegsroman und ja, mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht dazu sagen und ich habe mich jetzt auch nicht weiter damit beschäftigt nochmal. Aber ich weiß noch, dass ich es unbedingt lesen wollte und deswegen durfte es jetzt bei mir einziehen, da ich es auf dem, im Regal, im Buchhandel gesehen habe und ich da nicht lange gefackelt habe. Aber das ist ja irgendwie dann bei mir nichts Neues. Das soll es nun von mir gewesen sein, beziehungsweise das waren meine 5 neuen Bücher, die bei mir eingezogen sind. Und ja, mich würde noch interessieren, wenn ihr eins der Bücher kennt, wie eure Meinung dazu ist, beziehungsweise wie sie euch gefallen haben. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag und ich hoffe, bis bald. Tschüss!